Glaube unter Hammer und Sichel. In dieser Videoreihe sind wir jetzt beim zweiten Teil angekommen. Wir begrüßen euch alle sehr, sehr herzlich. Und vor allen Dingen begrüße ich hier Adrian Dinut. Du wirst hier heute die Hauptperson sein und uns wieder weiter erzählen von dem, was du schon im ersten Video begonnen hast. Gleich Werbung nochmal für euch, die ihr das erste Video vielleicht noch nicht gesehen habt. Das lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu schauen. Ja, ich begrüße euch auch. Alles Gute und Gottes Segen. Und wir wollen auch uns heute wieder konzentrieren auf dieses Thema von der Gemeinde und der kommunistischen Zeit. Ja, genau, Adrian. Du bist aufgewachsen in Rumänien und wir schauen hinein in die Zeit unter Ceausescu. Und unser Thema wird heute speziell sein, der Pazifismus. Der Pazifismus, ein Thema, welches sehr verbunden ist mit Reformgemeinden, mit Reformadventisten. Wir werden gleich schauen, in welcher Form. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Pazifismus ist ja ein Wort, was gar nicht immer so geläufig ist in unserem Wortschatz. Und ich habe einfach mal bei den Fachleuten nachgeguckt, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wie dort Pazifismus definiert wird. Ich lese uns das mal vor. Dieser Begriff kommt von dem lateinischen Wort Pacificus, das heißt friedliebend. Pazifismus bezeichnet eine Grundhaltung, die jede Anwendung von Gewalt ablehnt und mit aller Kraft für den Frieden eintritt. Ein Pazifist lehnt aus Gewissensgründen auch jede Form von Krieg grundsätzlich ab. Ja. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das ein Thema, das wir heute mit dir betrachten? Wie passt Reformadventismus und Pazifismus überhaupt zusammen? Kannst du uns da was dazu sagen? Ist das etwas, was irgendwie verbunden ist? Ganz genau, die Geburtsstunde von der Reformgemeinde, von der Reformadventisten hat zu tun mit diesem Thema. Wir sind entstanden als Gemeinde in dieser Form, so wie wir heute die Gemeinde kennen, in der Zeit von der Ersten Weltkrieg. Gerade in Kriegszeiten. Es ging um diese Frage, Militärkrieg, Töten. Und da ist die Gemeinde von der Reformadventisten entstanden. Richtig. Deswegen hat es zu tun mit unserer Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Also ich möchte mir vorstellen, dass ein Mensch, der grundsätzlich friedlich eingestellt ist, dass auch alle anderen Menschen dem ganz friedlich und liebevoll begegnen. Dem war offenbar nicht so. Ja, wir kennen aus der Geschichte, aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, auch hier aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich und angrenzende Länder, sehr, sehr viele tragische Geschichten. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal hier diese Broschüre, nur dem Gewissen verpflichtet, allen empfehlen. Das ist wirklich wunderbar zusammengetragenes Material. Wir danken insbesondere auch dem Bruder, der sich hierfür stark macht und dem wir das eigentlich zu verdanken haben, dass wir es hier vor uns liegen haben. Aber wir sind sehr dankbar für dieses Material, für diese historischen Dokumente. Auf jeden Fall. Aber Rumänien ist nicht drin. Nein. Ja? Und da ist für mich jetzt die Frage, wie erging es den Reformadventisten im Zweiten Weltkrieg und danach in Rumänien? Was war da in deinem Heimatland los? Historisch gesehen, wir sollen es festhalten, Rumänien war, als der Zweite Weltkrieg angefangen hat, ein Alliierte Deutschlands. Mhm. Sie haben zu der damaligen Zeit eine militärische Diktatur gehabt und sie waren nationalistisch eingestellt und sie waren ungefähr auf der gleichen Ebene wie, sagen wir so, die deutsche Faschismus. Okay. So auf, ungefähr auf die gleiche Ebene. Sie waren mehr oder weniger so Brüder im Geiste gewesen, also die rumänische militärische Diktatur und der deutsche Faschismus. Und natürlich, sie verlangten von, auch von den Reformadventisten, natürlich von allen Menschen, nicht nur von den Reformadventisten, aber es geht um unseren Glauben hier, dass sie auch genau in gleicher Form militärische Dienst leisten, zu dienen, was zu dienen war in dieser Zeit. Ja. Das ist natürlich ein Problem für eine Glaubensgemeinschaft, die pazifistisch unterwegs ist. Genau, ja. Und unsere Geschwister waren in dieser Zeit, also sagen wir so, diejenigen, welche zum Militär einberufen wurden, sie waren die meisten im Gefängnis an dieser Zeit. Also. Und
Die Situation war so gewesen, dass sie, wir wissen es, am Anfang eigentlich war es so gewesen, dass der Krieg ging mehr an den westlichen Teil von der Europa, am Anfang des Krieges. Ja. Und die Sowjetunion war nicht so betroffen, weil die Sowjetunion wurde später mit dem Krieg konfrontiert. Ja, Ja. okay. Und wir wissen es historisch, das gab es zwischen Hitler, Deutschland und der Sowjetunion auch einen Pakt. Manche ist bekannt, andere nicht. Also da gab es diesen Pakt, also das haben sie nicht, einen Nicht-Eingriffspakt unter sich Okay, das geschlossen. ist Ja. jetzt auf jeden Fall was für die Geschichtsfans unter euch. Ja. Also es ist auch wichtig, noch ein Ich bisschen was zu wissen. glaube, das wird genannt Ribbentrop-Molotow-Pakt oder sowas. Die, Okay. welche unterschrieben haben Ja, diese Dokumente, ja, also ja, die, ja. die Politiker von Sowjetunion und Deutschland, ja. Ja. Und von diese, sagen wir so, von diese, auf dieser Grundlage, da waren die rumänischen Kommunisten nicht betroffen von der staatlichen Verfolgung. Obwohl in Rumänien eine militärische Diktatur herrschte, welche normalerweise mit Deutschland zusammen war als Alliierte, Ja. die Achsenmächte, sogenannte Achsenmächte in Europa. Durch diesen Pakt mit der Sowjetunion waren die rumänischen Kommunisten eigentlich geschützt. Sie waren nicht verfolgt. Das änderte sich. Ah ja. Das änderte sich in dem Moment, als Hitler entschieden hat, die Sowjetunion anzugreifen. Das lässt sich denken, ja. Ja, das änderte sich plötzlich, diese Situation. Und dann sind die Reformadventisten waren immer noch im Gefängnis. Aber dann kamen auch die Kommunisten im Gefängnis. In Okay. die gleiche, sagen wir so, Konzentrationslager, Gefängnisse und diese Vernichtungsmaschinerie, welche zu der damaligen Zeit existiert. Also das war ungefähr die Situation während des Krieges. Können wir salopp sagen, es Ja. ging euch in Rumänien nicht besser als den Geschwistern in Deutschland? Nein, das war eine gesamteuropäische Situation, wo der Gemeinde schlecht ging. Und natürlich auch alle Länder, welche vom Krieg betroffen waren, sie waren irgendwie damit konfrontiert mit dieser Situation. Ist richtig. Ja. Ja. Wie ging das bei euch nach dem Krieg dann weiter? Also der Gedanke so für mich, so ganz einfach, ist, der Krieg ist aus und alles war gut. Ging da ein Aufatmen durch die Reihen der Geschwister und hattet ihr mit dem Thema Wehrdienst kein Problem mehr? Am Ende des Krieges gab es natürlich eine kurze Zeit, ich weiß es nicht, wie lange das war einige 2, 3 Jahre oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es war, ich weiß, das war eine kurze Zeit, wo so ein Übergang, wo nicht so war, Das kann ich mir gut wo nicht so vorstellen. schlimm Ja, war mit dieser ja, Sache, also wo die ja, Gemeinde nicht verfolgt wurde. ja. Ja, aber natürlich, das ändert sich, als Sowjetunion unter die Führung von Stalin die Befehle kamen. Denn die Ideologie von Kommunisten muss durchzusetzen, auch in Rumänien. Und dann, man hat die Situation gehabt, dass fast alle kommunistischen Länder, sie waren der Moskau Untertanen. Gehörig. Also sie mussten tun. Sie Ja, mussten tun. ja. Also ich habe erfahren, dass selbst in westliche Länder wie Frankreich nach dem Krieg, wo auch die kommunistische Partei existierte, durfte nicht eine Vorsitzende von der kommunistischen Partei in Frankreich gewählt werden, wenn er nicht von Stalin akzeptiert wurde. Also sagen wir so, sie haben das Sagen gehabt, überall, Ja, wo ja, sie ja. herrschten. Ja. Ja, und die Gemeinde war wieder unter einer Verfolgung in dieser Zeit von Stalin. Und der damalige rumänische Präsident, der Gheorghe Gheorghiu Dej, ja, das ist der frühere, zur Zeit von Stalin, hat er mitgemacht. Also er war untertan und hat die Befehle durchgesetzt. Ja, man redet heute ungefähr zwischen 10 und 20% von der Bevölkerung war zu der damaligen Zeit in Gefängnissen, in Also Konzentrationslagern. unvorstellbar eigentlich, ne? Also wenn man sagt, so Rumänien hat ungefähr 22 Millionen, da könntest du dir vorstellen, ungefähr vielleicht 15 Millionen, nee, Entschuldigung, 1,5, also
Ja, 1,5 Millionen, das bis 2 Millionen, dass die im Gefängnis so 2 Millionen, aber das muss man sich mal vorstellen, ja, was das für eine Maschine genau. sich auch war. Ja. Ja, das war ja wirklich eine Gefängnisindustrie, eine Verfolgungsmacht genau. auf jeden ja. Fall. Ja. Wir sind ja beide eigentlich so in etwa in ähnlichen Gesellschaftssystemen groß geworden, mhm. in dem sozialistischen, kommunistischen. Wir waren Brüderländer, ja, also für alle, die es noch nicht wissen unter euch. Ich bin in der nicht mehr existierenden DDR aufgewachsen. Es gab bei uns dann auch in der DDR die Einführung der Wehrpflicht, und zwar konkret am 24. Januar 1962 führte die DDR dann die Wehrpflicht ein, für alle wohlgemerkt. Und es gab zunächst keine staatliche Alternative. Hm. Wehrersatzdienst verweigern, das war alles gar nicht vorgesehen. Erst am 17. September 1964 wurde der Wehrersatzdienst dann letztlich eingeführt, die sogenannten Bausoldaten. Gab es sowas Ähnliches bei euch in Rumänien? Nein. Das ist eine klare Aussage. Es gab nicht. Leider. Gar nichts. Leider. Ja. Das wurde nicht weder gewollt noch vorgesehen, sowas zu haben. Okay. Ich kenne von meiner Zeit, weil ich komme später, also nicht Stalin-Zeit, sondern ich komme später ja, in der Weltgeschichte, ja, ja. Ceausescu-Zeit. Ja. Es gab von meinen Kenntnissen eine einzige Ausnahme, und zwar, also ich spreche jetzt von schlimmen Situationen, zum Beispiel, wo in einer Familie sehr viele männliche Personen gestorben sind. Ja. Während der Krieg und alles sowas. Ja. Und geblieben ist vielleicht nur ein Jugendlicher, welcher unter sich ganze Hauswirtschaft mit alles was, dass vielleicht eine Ausnahme gab, dass er nicht einberufen wurde. Weil man hat gesagt, also wenn der weg von zu Hause ist, dann es bleibt nichts mehr übrig von der ganzen Wirtschaft, Familie und alles sowas. Gab es solche Ausnahmen vielleicht, aber das war auch selten. Das ist nicht so. Ja. Ja. Und es gab noch etwas, und zwar von meiner Kindheit kenne ich, dass wenn jemand gearbeitet hat in einem Bergbaubetrieb, wo Kohlen von unter die Erde rausholen oder sowas, also Kohlenindustrie, wo sehr schwer war, dort zu arbeiten, ja, also die Leute wurden auch früher pensioniert. Ich glaube, manchmal war so die Situation, dass wenn man dort gearbeitet hat, wurdest du nicht einberufen. Ja. Also der Mann wurde anderweitig gebraucht. Ja, also das war eine Schlüsselindustrie für den Staat, und dann haben wir gesagt, also sowieso, es ist fast wie ein Gefängnis dort die Arbeit. Oh, und da es ist nicht mehr, es lohnt sich eigentlich nicht die Leute, weil die arbeiten sowieso und die stehen unter Kontrolle und die sollen da arbeiten und weiter bleiben. Ja, so ungefähr war es. Also das kenne ich. Aber ein richtiger, so wie der kannte, vollwertiger Ersatzdienst gab es nicht. Okay. Ja, da wart ihr schwer dran in Rumänien. Ja. Also die Gemeinde hat zu leiden gehabt unter dieser Situation. Ich glaube, ich alle vorstellen, dass das für die Glaubensgeschwister dort eine harte Prüfung war. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut im Internet. Ceausescu ist für mich in Erinnerung auch noch so eine sehr schwierige Persönlichkeit. Ja, also wir haben, das weiß ich so, in meiner Jugendzeit gar nicht viel über ihn gesprochen. 1965 kam er an die Macht, und ich habe im Internet bei Wikipedia gelesen, dass er sich 1974 selber so als Staatspräsident hat ernennen lassen, dessen Dekrete Gesetzeskraft hatten. Das war einmalig innerhalb dieser sozialistischen Länder. Also er war wirklich eine Führungspersönlichkeit. Der muss eine Ausstrahlung gehabt haben. Du bist quasi ja mit ihm groß geworden. Er war ja auch, und das ist für unser Thema so interessant, Oberbefehlshaber der rumänischen Armee. Ja? Und deine Familie hat selber Erfahrungen sammeln müssen mit der Thematik Wehrdienst, christliche Einstellung, pazifistische Einstellung. Was für Erfahrungen habt ihr machen dürfen? Kannst du dich an etwas erinnern? Du warst ja damals auch noch gar nicht so alt. Ja, also erstes, was wir auch in der vergangenen Video gesprochen haben über dieses Thema, erinnere mich an die ältere Geschwister, welche schon im Gefängnis waren, ja. gewesen.
waren gewesen. Also von früher. Weil Personen, welche man kannte, mit welchen man wöchentlich zu Gottesdienst kamen, wir kamen oder Verwandte waren oder so. Habt ihr darüber sprechen können? Oder ja, das Thema war gegenwärtig. Ja, also diese Brüder haben ständig erzählt von ihren Erfahrungen, welche sie gemacht haben im Gefängnis. Mhm. Sie haben sogar Bilder uns gezeigt, da wurden, also manchmal war, komischerweise, weiß ich jetzt nicht, wie das war, möglich, aber es war möglich, sie haben einfach Bilder gemacht, die Gefangenen so zusammen mit den Wärtern als Erinnerung. Und die haben die Bilder nach Hause mitgenommen. Also die Leute haben sogar Bilder gehabt, welche uns gezeigt haben mit ihrer Kleidung, diese Streifenkleidung, Häftlingskleidung. Und also sie haben ständig erzählt, wie es war mit ihrem Leben dort. Also das war. Und das war auch offiziell geduldet oder musstet ihr euch verstecken bei solchen Gesprächen? Also ich kenne das aus der DDR, dass man sich sehr gut überlegt hat, wem wir was erzählen. Ist das so wirklich unter euch so in den Familien geblieben oder hattet ihr Angst, jemand steht hinter euch und hört euch und das ist nicht gut, wenn ihr das erzählt oder konntet ihr... Es wurde nur im Familienkreis oder im Verwandtenkreis oder unter Glaubensgeschwisterkreis gesprochen, aber sonst nicht. Ja, sonst nicht. Nein. Das kann ich gut verstehen. Ja. Ja. Adrian, 1979, 80 ungefähr, wurde dein Bruder zum Wehrdienst einberufen. Ja. Magst du uns was darüber erzählen? Ich war ungefähr so 10 Jahre alt, als das passierte. Da kann man sich schon ein bisschen erinnern, ja? Ja. 10 Jahre. Also ich war ungefähr 10 Jahre alt und die Sache geht eigentlich los schon mit dem Gedanken, ich bin jetzt 19. Also wenn jemand 19 Jahre alt geworden ist, da kam schon dieser Gedanke, jetzt ist soweit, ich werde einberufen. Man konnte ja auch nichts dagegen machen, oder? Nein, du konntest nicht dagegen machen. Konnte jemand fliehen, irgendwo anders hin, in ein anderes Land? Es gibt Leute, welche bekannt ist, genauso wie der Flüchtling, dass sie geflohen sind über die Grenzen in andere Länder. Manche ist das gelungen. Also ich kannte zu der damaligen Zeit niemand persönlich, welche das gemacht hat. Es war klar, das Problem kommt und dann gibt es eigentlich kein Ausweichen. Ja. Okay. Und dann, man müsste sich dann, wenn die Einberufung kam, du hast das schriftlich bekommen nach Hause, durch die Post, die Einberufung, dass du hast dich bis zu bestimmten Datum, dich aufzufinden, dort zu kommen, zu einer bestimmten militärischen Stelle, in eine bestimmte Stadt und so weiter. Ja. Werkkreiskommando hieß das, glaube ich, bei uns so ähnlich. Ne? Genau. So ähnlich war das bei euch auch gewesen. Ja. Und du hattest, also jeder musste sich von zu Hause so einen Holzkoffer fertig machen, welche er mitgenommen hat. Es war grundsätzlich Holzkoffer. Aus richtige, dickere Bretter, weil das gut gehalten hat, ja. Das war ja mehr eine Kiste. Ja, so wie eine Holzkiste, also das war so eine große Kiste, ja. Und aber das war wie eine Reisekoffer so ungefähr gemacht, aber es war aus Holz. Das heißt, du bist eingerufen worden und musstest gleich anmarschieren und da bleiben quasi. Ja, also ich weiß, ich habe vergessen, wie lange vorher kam die Einberufung, bis du dich dort eintreffen müsstest, vielleicht 2 Wochen vorher oder so, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich, da eigentlich gibt es so eine Musterung vorab, ja, es wird ja auch die Wehrtauglichkeit geprüft. Ja, das wurde gemacht dort, wo man sich vorzustellen hatte. Ging alles zack bei euch da. Ja, du bist auch nicht mehr nach Hause gekommen nach der Einberufung. Also du bist dort geblieben, ja. Mhm. Also, aber diese, ich möchte so, warum erwähne ich diese Reisekoffer, diese Reisekiste, diese Einpacken von zu Hause und dass du deine Sache eingepackt hast und die ganze Familie hat das mitbekommen. Genau. Ja, und ich erinnere mich, wie ich gesehen habe, die Kiste, was mein Bruder fertig gepackt hat. Und ich wusste ganz genau, also er wusste das, alle wussten, er wusste das, ich wusste das, dass er geht jetzt ins Gefängnis. Ja.
Also normalerweise haben dann die jungen Männer ihre Kiste gepackt, um irgendwo in einem Armeegebäude, in Ja, einem ja. Objekt dann Das hinzutun. waren die persönlichen Und Gegenstände von der Soldaten, dein ja. Bruder, deine Familie, ihr wusstet, dieser Koffer wird gepackt fürs Gefängnis. Ja, also man wusste, man kommt nicht nach Hause. Jahre, Okay. jahrelang, man kommt nicht mehr nach Ich Hause, weiß ja. nicht, ob wir das alles jetzt wirklich auch so nachempfinden können. Ja, das müssen wir wirklich erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ja, also wir haben auch Söhne und wenn ich mir vorstelle, die kommen an, müssen so eine Kiste packen und ich weiß, die gehen ins Gefängnis. Das Ja. ist schon sehr heftig, ja. Ja, und ich erinnere mich, wie mein Bruder diese Koffer, diese Kiste gepackt Du hat mit seiner siehst diese persönlichen. Kiste noch vor Ja, dir. ja. Und eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben. Er hat eine besondere Uhr gehabt. Er war vom Beruf Uhrmacher. Schön. Und er hat diese Uhr zu Hause gelassen. Also er hat diese Uhr nicht mitgenommen. Er hat zu Hause gelassen. Und wir sollten auf diese Uhr also als Familie aufpassen, bis er wiederkommt. Ja. Das ist schon eine ganz harte Abschiedssituation, Ja. aber mit der Hoffnung, ich darf auch wieder zurück. Ja, die Hoffnung war schon Ja. da. Ja. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wahnsinnig hart war, ne? Auch für deine Eltern. Für die Familie. Ja. Ich meine, auch wenn man das weiß, ja, es Ja. ging ja wahrscheinlich auch anderen Familien ähnlich. Habt ihr da was mitbekommen, dass die ja auch eigentlich in der gleichen Situation ja irgendwo waren? Na, Ja. wer junge Männer hat, wer junge Söhne hat, Brüder, Die Geschwister ja. haben zu der damaligen Zeit so also durchschnittlich zwischen 3 und 5 Kinder gehabt, sagen wir so. Also, und da waren auch viele Jungs dabei. Ja. Und viele sind im Gefängnis gewesen, ja, sehr viele. Ja, so Also, war. ich möchte euch ermutigen, euch rumänischen Geschwister, dass wir irgendwann in einer Videoreihe so etwas zeigen können aus Rumänien, was ihr erlebt habt. Existiert Ja? verschiedene Broschüren Habt ihr und ein Bücher zu dem bisschen Thema, was? welche Ja? gemacht wurden. Ja, das existiert in rumänischer Weil ich Sprache. denke, das sollte nicht vergessen Und werden. Ja? existieren auch Videos von Erfahrungen von Ja. verschiedenen Ja. Geschwistern, welche erzählen ihre Erfahrungen. Das existiert schon, Ja. 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 Wir machen das ja auch hier. Es ist ja ein Herzensanliegen von Ja. dir, dass wir darüber sprechen und dass ihr das hören dürft, dass ihr das erfahren dürft. Ja, als Ermutigung auch, dass Glaubenstreue möglich ist letztlich. Ja. Ja. Adrian, ich staune immer wieder, dass du das so sehr intensiv alles auch noch weißt, die Gefühle auch noch so dich erinnern kannst. 10 Jahre, das ist schon auch bei dir ein paar Tage her. Ja. Ja. Das ist ja alles sehr, sehr heftig. Dein Bruder wurde dann irgendwann, ja, er war nicht mehr da. Ja, Ja. also wie ging das weiter? Also, du siehst den Koffer noch, ja, du siehst den Koffer, du siehst deinen Bruder, der geht zur Tür hinaus und Ja, so mein Bruder mit dem ja. Namen Valero, Ja, das wird auch, mit V geschrieben, nicht aha, mit W. das wird auch Zeit, dass wir ihn Ja, auch mal hier jetzt einen Namen geben. Valero, ja. Valero, ja. Ja. Also es ist ein lateinischer Name, das kommt von dem alten Rom, Valerian und also es Ah, ist, okay. ja. Also die Behörden, als sie den Einberufungsbefehl zugestellt haben, haben die da schon gewusst, dass dein Bruder verweigern würde? Nein. Das heißt, die haben gedacht, die kriegen einen neuen Soldaten. Genau, ja. Und dem war ja nun nicht so. Wie ist sowas abgelaufen? Den Behörden war bekannt, dass die Reformadventisten nicht mitmachen, ja, Das bei dem militärischen ja, Dienst. War bekannt, ja. ja. Aber sie haben sich nicht darum gekümmert im Voraus. Das wurde dort an diese militärischen Stützpunkte, wo die Soldaten zusammenkamen, die neue Rekruten, dort eigentlich geht die Sache los. Ja. Das muss man die Farbe bekennen. Also Farbe bekennen, wer ich bin und was ich glaube und warum ich nicht mitmachen Das kann. musste er dann so richtig erklären. Genau, Gab es genau. da irgendwie ein Militärgericht oder so? War das eine richtige Verhandlung? Zuerst war eigentlich eine psychische Druck, welchen man bekommen hat, da gab es natürlich diese Leute, welche hatten die Aufgabe, die Bevölkerung und auch die Soldaten politisch zu bilden
Und die haben mit dir Tage und Wochen mitgemacht, die Bearbeitung, sagen wir so, das dich zu überzeugen, Ich deine Meinung verstehe. zu Ja, ändern. ja. Psychisch, physisch, du wurdest geschlagen, du wurdest malträtiert, beleidigt und alles Das Mögliche, ja. hätte ich jetzt hier auch gefragt. Gab es Folter auch? Gab es Ja, Gewaltanwendung? natürlich. Also je nachdem, zu welche Leute du kamst. Also wenn du Glück hattest und manche nicht so waren, menschlicher waren, da wurdest du nicht so doll bearbeitet. Und wenn du geraten bist an eine gewissenlose Menschen, dann hast du Pech gehabt, sagen wir so. Ja. Also das war immer von dem Ort und Menschen abhängig. Ja. Und das dauerte ungefähr, sagen wir so, ich glaube, ein Monat dauerte zwischen die Einberufung und bis die Rekruten ihre Eid geleistet haben. So ungefähr ein Monat Ja, dauerte. ja, Und ja. das war diese Zeit, bis sie versucht haben, dich zu überzeugen, dass du Okay. diese Eid leistest Ja. und dich eingliederst, Ja. ja, bei dem Militär. Und wenn sie nicht geschafft haben, bis dieser Eid geleistet wurde, natürlich wurdest du der Staatsanwaltschaft übergeben. Und da wurde Ja. die Anklage vorbereitet. Okay, also Ja. es war ja im rumänischen Staatssystem war das ja dann eine Gesetzesübertretung, ja, das Genau, war ja dann wirklich Verweigerung des genau. Militärdienstes, Ja. stand unter Strafverfolgung, das heißt, es war klar, dass eine Verhandlung oder ein Gericht irgendwie tätig werden würde. War sowas Öffentliches? Konnte man da mit teilnehmen an so einer Gerichtsverhandlung? Ja, da werden wir gleich darüber, ich denke, darüber reden. Ja, ich war auch sogar dabei gewesen, als mein Bruder verurteilt wurde, gerichtlich, ja. Also, ich weiß es nicht, inwiefern war er öffentlich für alle oder nur Die Familie oder? Familienangehörige Ah, durften dabei sein oder so. ja. Aber ich habe vergessen, ich war zu klein für die damalige Zeit, müsste sich Ja, mal ja, erkundigen, vielleicht ja. historische Dokumente. Ja. Und ich möchte erwähnen, dass wir das nicht vergessen. Also mein Bruder wurde einberufen. Und bei dieser ersten Einberufung, er wurde ungefähr, ich glaube, nach 3 Wochen oder so nach Hause geschickt. Okay, da war die Bearbeitungszeit ja noch nicht beendet Genau. eigentlich. Und das kann man nur erklären mit den Umständen von der damaligen militärischen Stützpunkt oder von der Offiziere, welche dort zuständig waren für die Soldaten, dass zum Beispiel, wenn ein Offizier, welche sagen wir so, die Leitung hatte, wollte vielleicht steigen in Ja, seine ja, ja. Beförderung Ja, bekommen, ja, ja, ja. es dürfte in seinem Lebenslauf Ah, er durfte nicht zu viele Wehrdienstverweigerer haben, genauso, ja? das heißt, er hat seine Ja, Aufgabe nicht richtig gemacht, wenn zu viele waren, das ja. war ein Image-Schaden auf Genau jeden so, ja. Fall, ja. Und auch diese Leute wollten sich Ärger sparen, damit es nicht in ihrer Akte irgendwas Negatives vermerkt ist. Und der Kommandant dort hat zu meinem Bruder gesagt: Warum bist du hier gekommen? Ach, Wenn das du war. dieses Problem hast, warum bist du hier gekommen? Warum bist du nicht zu Hause geblieben? Ja, wenn wir das gewusst hätten, Ja, ja. so hat gesagt und Ah. hat ihn nach Hause geschickt. Okay. Und mein Bruder kam nach einiger Woche bei dieser ersten Einberufung nach Hause. Er kam Ach, einfach nach Hause, überraschend. Wir haben nie erwartet, dass das passiert. das war wie ein Geschenk, ja, so eine Ja. Zeit, aber es war eine Galgenfrist quasi, ja. Genau. Ja, er kam nach Hause, also die Stadt war Alba Iulia. Das sind auch zwei Wörter, ja. Nicht zusammengeschrieben. Alba Iulia, mitten in Rumänien, so ein Zentrum. Und dort war er das erste Mal einberufen und er wurde nach einigen Wochen nach Hause geschickt, ohne dass die Sache erledigt ist. Das war schon mal sehr ungewöhnlich, aber es war Ja. sowas, wo man noch mal ein bisschen hoffen konnte, Ja. ja. Ja, habt ihr damals gedacht, dass das so bleibt, dass er völlig durchs Raster fällt und gar nicht wieder, ja, in Erscheinung tritt für die Militärbehörden oder Die was? Hoffnung stirbt zuletzt, aber Okay, das war das eine stimmt. trügerische Hoffnung, Ja. denn die staatliche Behörde waren sehr, sehr engagiert bei dieser Sache und die haben dich wieder nach einigen Monaten geholt. Er war erfasst und Ja, also ja. das ist nicht so gewesen, dass sie dich vergessen haben. Also hast du im Endeffekt dieses Kofferpacken zweimal erlebt. Genau. Ja. Also nach einigen Monaten kam wieder die Einberufung. Okay, ja.
Das ist natürlich auch eine harte Sache, ja, wenn man vielleicht beim ersten Mal schon dachte, oh wei, einmal und nie wieder. Ja. Und dann ging die Sache nochmal los, Hm. so wie das war. Hm. Und er wurde einberufen, er musste gehen zu einer Stadt, welche heißt Arad. Das ist näher an die ungarische Grenze. Und dort war diese zweite Einberufung, wo er auch geblieben ist, nicht mehr nach Hause geschickt wurde. Ja. Verstehe. Und da war dann nachher irgendwie, ist es dann auch zu einer Verhandlung gekommen dann, ja. Ja, welche waren die Punkte, wo unsere Brüder ein Problem damit hatten, mit dem militärischen Dienst? Eigentlich, es gab nur zwei Punkte. Wir gründen unseren Glauben auf den Gebot, du sollst nicht töten. Ja. Also, und deswegen sind wir Pazifisten. Ja. Gottes Gebot, du sollst nicht töten. Ja. Und der zweite Punkt, welcher unsere Brüder hatten, war gewesen mit dem Sabbat, Das Heiligung. denke ich mir auch, Also, ja. du kannst es nicht, den Sabbat heiligen, wenn du Soldat bist. Geht nicht. Ja. Hundertprozentig geht das nicht. Ja. So war die Situation. Also wir haben immer so argumentiert und wir wissen es, Jesu ist unser Vorbild. Jesus Christus war Pazifist gewesen. Das ist richtig, ja. Also hundertprozentig, es ist nicht bekannt, und es ist durch die Bibel dokumentiert und auch durch die Weltgeschichte, Jesus Christus hat niemand getötet. So war er gewesen. Er war Pazifist. Und unsere Brüder haben auch mit Gottes Gebote und mit dem Evangelium, mit den Gesinnung Jesu und mit dem, also unsere Glaube, das haben sie immer argumentiert, So warum wir konntet so handeln ihr würden. das auch sagen. Ja, 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 ja. ja. Und wir haben auch appelliert an die Behörden, weil wir haben gesagt, also das in der staatlichen Verfassung ist eigentlich die Glaubensfreiheit garantiert. Die hattet ihr auch theoretisch, Ja, ne? theoretisch ja. Ah, das ist interessant, Das ja. ist leider in dieser Welt ist ja so, dass ganz viele Dinge, welche uns garantiert werden, sind nur eine Theorie. Ja. Ja, das ist so. Das ist so. Aber ja, interessant zu hören. Also kam es letztlich auch nach diesem ersten Aufschub dann doch zu so einer Verhandlung. Ja, nach ungefähr einem Monat wurde er der Staatsanwaltschaft übergeben, wurde angeklagt. Da hat man seine dicke Mappe von Dokumenten, da wurde gesammelt. Also was für ein Verbrecher du bist, wenn du Pazifist bist, ja. Und dass du schadest dem Land, schadest dem Staat und dem Volke, ja, mit deiner Einstellung. Ja, und dann man hat diese Leute gesammelt von dem ganzen Land und da wurden sie alle transferiert zu einem Gefängnis von der Hauptstadt. Also das war, ich weiß es nicht, ob immer so war, aber zu dieser Zeit war es so gewesen, dass diese Gerichtsverhandlungen wurden nicht überall in den Landes, sondern es war eine bestimmte Das war Stelle, der auch zentral. Ja, zentral wurden ja, gesammelt und ja, dort das ja. wurde das behandelt. Hatte da dein Bruder nochmal die Gelegenheit, vor dem Richter oder wer da alles gesessen hat, vor dem Militärgericht, seinen Standpunkt so öffentlich zu erklären? Weißt du das noch? Wie lief das ab? Also ich möchte beginnen erst einmal mit der Geschichte, dass wir haben erfahren als Familie, dass er angeklagt wurde Ja. und Datum und wo diese Gerichtsverhandlung stattfindet, ja. Und da wussten wir mit dem Termin alles. Mein Vater hat sich darum gekümmert, er ist gegangen und durch Beziehungen von der Gemeinde, er hat einen Anwalt engagiert für meinen Bruder, welche ihn vertreten sollte vor Gericht. Okay. Und ich bin bis heute dankbar dieser Leute, welche mein Vater den Anwalt empfohlen haben und gegeben haben, dass er das war ein guter Anwalt gewesen. Natürlich, was heißt ja, die Anwälte waren auch haben nur bestimmte Rahmen gehabt, wo sie konnten das auch alles Genau, argumentieren. das hätte ich jetzt auch gleich fragen Ja. wollen. Ein Anwalt, der möchte ja 100% rausholen für seinen Mandanten. Das war ja Genau. rechtlich gar nicht möglich, ja. Ja, der Anwalt hat schon sehr viel gesagt, ja, und Aha, appelliert an die Menschlichkeit und dass unsere Leute nicht gefährlich sind und alles so weiter. ja, Das schön. hat schon viel gesagt.
Ich Allerdings, stimme. seine Argumentation durfte sich nicht richten gegen das System. Ja, das Ja. auf keinen Fall. Ja, Ja, das ja. kann ich gut Ja, nachvollziehen. musste Ja, seine ja. Worte also aufpassen, was er sagt. Ja. Wozu wurde normalerweise so ein Wehrdienstverweigerer verurteilt? Das war unterschiedlich. So wie ich kenne, das war so zwischen 2 Jahre bis 5 Jahre so ungefähr. Das war so zwischen 2, 4 bis 5 so ungefähr. Ja. Je nachdem, also ich weiß es nicht, welche die Kriterien waren, warum man mehr oder weniger bekommen hat, aber vielleicht, so ungefähr war. Wenn man einen guten Anwalt hatte, vielleicht. Ja. Oder ein schlecht gelaunter Richter oder so. Keine Ahnung. Und das war wahrscheinlich auch davon abhängig, was in deinen Akten stand. Ja. Vielleicht davon war auch abhängig. Ob du ein Wiederholungstäter warst oder ob du das erste Mal dabei warst oder ja. Ja. Wie hast du dich verhalten die Wochen vorher bei deinen Untersuchungen? War auch eingemerkt, wahrscheinlich. Davon war auch abhängig. Du warst ja jetzt als Kind quasi, ja, mit 10 kann man dich noch als Teenager, dann werdender Teenager bezeichnen. Wie hat diese Verhandlung auf dich gewirkt? Mein Vater ist zuerst gegangen mit mir zu der Schule und hat gesprochen mit dem Direktor, dass ich frei bekomme für diese Reise. Ich sollte mitkommen. Ja. Das finde ich interessant, dass du mitgenommen wurdest. Du hättest genauso gut zu Hause bleiben können. Genau, ja. Also ich war dabei gewesen. Der Direktor war erstaunt und das war nachher als Schuldgespräch diese Sache gewesen, ja. Dass der Adrian wegen seinem Bruder, Gefängnis, Geschichte, die Sekten machen solche Sachen, ja. Okay. Und das war ein Schulgespräch, also dass das passiert ist mit mir. Wir sind gereist dort, ich weiß, dass wir geschlafen haben bei Geschwistern. Und dann sind wir an den entsprechenden Tag gegangen zum Gerichtsgebäude. Gab es natürlich eine Überprüfung von der Ausweise und also man hat uns reingelassen. Die Leute sind immer gereist von nah und fern mit viel Gepäck. Sie hatten ihre Essen bei, alles Mögliche, so wie das war zu der damaligen Zeit. Ja. Wurden zeitgleich mehrere junge Männer angeklagt? Ja, natürlich. Da waren, in einem Abwasch sozusagen. Genau, das waren auch Soldaten wegen anderer Dinge angeklagt. Das war ein militärisches Gericht. Ja. Also war kein ziviles, sondern militärisches Gericht. Ja. Es gab es auch Soldaten, die wegen anderer Delikte, nicht wegen Pazifismus angeklagt wurden. Ja. Du weißt ja schon, bei dem Militär passieren alle möglichen von Dingen. Kameradendiebstahl oder ja, genau, ja. Mich also, was, ja. Ja, und ich erinnere mich, das war auch ein Soldat, welcher zusammen mit meinem Bruder dort stand als Angeklagte, wo auch seine Eltern dabei waren gewesen. Und ich habe vergessen, ich weiß nicht mehr, was der Mann angestellt hatte zu der damaligen Zeit. Ich weiß ganz genau, dass der Richter und auch seine Eltern waren ganz sauer auf ihn, was er gemacht hat. Mhm. Und die Eltern haben verlangt, dass er hart bestraft wird. Ach was. Dieser okay. Soldat, dieser ja. Soldat, ja. Ja, also ich erinnere mich daran, dass das passiert ist. Pädagogisches Ziel ja. dann, ja. Ja, ja. Ja. Und mit meinem Bruder war es so gewesen, dass er hatte die Gelegenheit auch nach dem Anklage Ansprache von dem Staatsanwalt und sein Verteidiger. Zum Schluss hat er auch bekommen, die Möglichkeit, was zu sagen. Ich weiß es nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich glaube, er hat gesagt, dass er möchte niemandem etwas Schlechtes damit tun. Er ist, er ist kein schlechter Bürger, sondern er möchte nur sein Gewissen folgen und seinen Glauben. Mhm. So ungefähr hat er das gesagt. Verstehe. Mehr hat er so. Man durfte auch nicht viel reden. Also ja. Es war nicht so, ich glaube, dass du jetzt stundenlang redest. Das glaube ich. Kurze Sätze und alles so weiter. Ja. Hatten deine Eltern dich irgendwie darauf vorbereitet? Also ich stelle mir vor, ein Kind in so einer Gerichtsverhandlung und der Bruder wird da angeklagt. Hatten deine Eltern dir das erklären können, warum und wie das auch vom Glauben her zusammenhängt? Oder hattest du Angst, mein Bruder ist jetzt ein Verbrecher, der steht vor Gericht, der hat was Böses gemacht? Hast du so gedacht? Wir haben viele Gespräche geführt in die Familie darüber und wir wussten es alle, warum wir das so handeln und was wir glauben. Das habt auch ihr Kinder letztens genau, schon verstanden. Genau. Ja. Mhm. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich eine Sache erwähnen. Das waren die wenigen Momente in meinem Leben oder die wenigen kurzen Zeiten, wo ich kann sagen,
hundertprozentig, man konnte sagen, man wusste ganz genau, dass wir sind jetzt auf die richtige Seite. Das war so Interessant. ein, das sind ja die, sagen wir so, die wenige Zeiten in ein Leben als Christ, wo du nicht konfus bist. Du bist hundertprozentig in diesem Moment überzeugt, du hast das Richtige getan. Es gab keine einzige Sekunde von Zweifel gewesen bei dieser Situation. Wir haben das Richtige getan. Mein Bruder hat in diesem Moment das Richtige getan. Ob er in seinem Leben vorher oder nachher falsch gehandelt hat, das ist ein anderes Thema. Aber bei Das war dieser richtig. Entscheidung, man hat das Richtige getan. Wie war das für dich auf Kind? Also als Kind hatte ich das irgendwie ja, im Glauben ermutigt oder hattest du eher so das Gefühl, oh, weil wenn ich auch Reformadventist bin, dann kriege ich ja Schwierigkeiten mit dem Staat. Hatte ich das stärker gemacht oder eher, ah, ich weiß nicht so recht, ob ich auch dazugehören möchte zur Gemeinde. Wie war das für dich? Hatte ich das? Das hat ja irgendwie auch was mit dir gemacht, als Kind so eine Sache zu erleben. Denn ich stelle mir vor, das ist ein Unterschied, ob man so in die Gemeinde geht und immer so was theoretisch hört. Und hier ging es ja wirklich um die Praxis. Ich weiß, was Ganz du hart, meinst. ja? Ich weiß, was du meinst, Hat dich das natürlich. Ja. runtergezogen oder hast du gesagt, ich will meinem Bruder folgen? Wie war das für dich? Also für mich in dem Alter von 10 Jahren war keine aktuelle Sache, dass mir das passiert. Das glaube ich Aber auch, ich ja. wusste, dass irgendwann in der Zukunft, als Kind, du weißt schon, ein Jahr ist schon lange Zeit. Das Also wenn stimmt, du denkst, ja. als 10-Jähriger, wenn du denkst, ja gut, 9 Jahre später werde ich auch damit konfrontiert oder 10 Jahre später, dass für dich 10 Jahre später ist eine Es ist wie eine Ewigkeit. Ewigkeit, Es ist eine ja, Ewigkeit. Also ja, man hat andere Gedanken, andere Gefühle in die Situation, wenn du sagst, okay, 10 Jahre, das ist irgendwann, also es ist genauso, wie ich würde sagen, irgendwann, wenn ich in die Rente gehe, so wie man würde ja. heutzutage sagen. Können wir Also, uns auch nicht vorstellen. ja, das ist weit Ja, her. ja. Aber die Gedanke war schon da gewesen, also ich werde ungefähr gleiches durchmachen. Das war schon die Gedanke da. Also ich werde auch im Gefängnis sein, so. Ja, das ist nicht passiert, denn als ich an dem Alter kam, dass der zum Militär müsste, da gab es Kommunismus nicht mehr. Hast du es gut gehabt? Ja. Ja. Gut, dein Bruder war natürlich ein ganzes Stück älter. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr als Brüder gar nicht, vielleicht gar nicht so viel miteinander gespielt habt oder so. Ja, 9 Jahre ist viel. War es trotzdem ein großer Bruder, zu dem du aufblicken konntest, auch so vom Glauben her, dass er so standhaft war dort? Ja, ich konnte wirklich mich mit ihm so identifizieren und zu ihm blicken. Aber ich möchte so sagen, nicht nur zu ihm. Weil es gab so viele von diesen jungen Männern, welche in gleicher Situation Ja, waren. ja. Und sie waren schon für die Gemeinde und für uns damals ein Vorbild gewesen. An Treue und an Pazifismus, Ja. ja. Also ihr habt auch in der Gemeinde darüber sprechen können, dass auch andere Familien einen Ja. ähnlichen Weg da zu gehen hatten. Ja, Ja, ja. genau. Ja. Wozu ist dein Bruder verurteilt worden? Weißt du das noch? Wie lange hat Ich er bekommen? habe nicht seine, ich habe das nicht gelesen, seine Akten da, ich kann jetzt nicht sagen. Aber so wie ich kenne von Erinnerung, wahrscheinlich zu wegen ja, Widerstand gegen den Staat zu so so und so vielen Jahren oder ich was, kann gar ja? nicht jetzt nennen, wie das war gewesen. Ja. Warum? Wie hieß diese Anklage? Also warum? Das war ja. Aber klar war, es war eine Verurteilung ins Gefängnis. Ja, also und die Argumentation war immer gewesen eigentlich, erstmal so sind die Gesetze und zweitens, die Argumentation war so gewesen, wenn alles so wäre hier, da Ja. würden die Feinde kommen und uns alle erobern, unser Land wegnehmen. Okay, Das war immer ja. die Argumentation, wenn alle würden so Ja, sein wie ja, wir. ja.
Und wir haben immer gesagt, wenn alle würden sein wie wir, würde keine Kriege geben. Habt ihr gut geantwortet, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das System war ja einfach so, dass so ein Mensch, der dann verweigert hat, war ja quasi eine Schande für den Sozialismus. Ja. Ja. Hat das System nicht mitgetragen, hat das Vaterland nicht verteidigt. Ja, war ein Problem. Weißt du, für wie viele Jahre dein Bruder ins Gefängnis musste? 2 Jahre. 2 Jahre hat er. 2 Jahre. Er hat bekommen 2 Jahre. Eigentlich, ja, sagen wir so, ich glaube, das war das Minimum, was man, ja, bekommen konnte für die, ja, damalige Zeit. Du hast Zeit vorhin von, ja, schätzungsweise 2 bis 5 gesprochen und euer Anwalt war wahrscheinlich auch engagiert, um dort, ja, noch etwas bisschen milde rauszuholen. Ja. Noch etwas zu erwähnen bei der Geschichte mit dem Gericht. Also wir haben uns getraut, einen Tonbandgerät zu schmuggeln in den Gerichtssaal. Und wir haben... Das hätte ich jetzt gerne hier. Ja. Um einmal was abzuschmuggeln. Leider ist irgendwie verloren gegangen, diese Band. Mhm. Also wir haben aufgenommen diese Gerichtsverhandlung. Habt ihr euch die angehört später dann auch? Ja, wir haben einfach Gemeinde und Familie angehört, was da passiert ist. Natürlich, es war leise zu hören, war nicht so laut, weil diese Tonbandgerät war in eine Tasche versteckt und mit irgendwas eingewickelt, das nicht so einfach zu entdecken ist und so irgendwie. Ja. Und das, wir haben diese Gerichtsverhandlung aufgenommen. Und ich erinnere mich, wie wir immer wieder lange Zeit, also als mein Bruder noch im Gefängnis war, immer wieder angehört haben zu Hause. Das war natürlich so eine kleine Kassette, auf welche so war, nicht diese große Bänder, sondern die kleine Kassette. Wart ihr schon gut ausgerüstet? Genau, ja. Aber wohlgemerkt, das war natürlich nicht erlaubt. Ja, und das war nicht erlaubt, nein. Da können wir noch Gott danken, dass ihr nicht erwischt wurdet, weil das hätte euch da nicht gut getan. Ja. Ja, ich erinnere mich, wie wir die Kassette immer wieder angehört haben. Also, und jedes Wort wurde so, was wurde dort gesagt und warum wurde das so gesagt? Es wurde jedes Wort so tausendmal wiederholt und wiederholt und wir haben das uns angehört. Ja. Oh mein, ja. Also ich sehe, wie ihr als ganze Familie da natürlich mit beschäftigt wart. Ja. Ja. Das ist auch etwas, das geht nicht spurlos an Menschen vorbei, auch nicht nur an den Bruder jetzt, ja, den Valero, den es betroffen hat, sondern die ganze Familie, die ganze Gemeinde war betroffen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch allen jetzt geht. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es deinem Bruder im Gefängnis ergangen ist. Und ich weiß, dass du da ganz viel erzählen möchtest und das darfst du auch in einem dritten Video. Und dazu laden wir euch sehr herzlich ein. Das Leben im Gefängnis wird das dritte Video sein in dieser Reihe. Adrian, ich danke dir sehr herzlich für diese Einblicke in deine Familie, in alles, was ihr da erlebt habt, unter dem Stichwort Pazifismus. Wir können uns jetzt so ein Stückchen mehr auch eure Situation vorstellen, auch die Glaubenstreue auch der Geschwister, weil es hat ja nicht nur deine Familie betroffen, es waren ja viele andere auch. Und ja, wir danken einem jeden, der letztlich auch so ein Zeugnis vor Gott und für Gott ablegen kann, auch vor anderen Menschen. Gott möge das im Himmel reichlich belohnen. Danke, dass du da warst. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und mich hat auch gefreut, ja. Ja. Ich habe gemerkt, dass es dir auch ein Bedürfnis war, das einfach zu erzählen. Und wir bremsen dich jetzt und ihr schaltet recht herzlich alle wieder ein beim dritten Video. Ja, wir treffen uns wieder bei diesem Thema. Der Herr segne euch. Auf Wiedersehen.